Level des Konsums. Ungewohntes Bild heute. Nicht mein Schreibtisch, sondern eine Crackhöhle. Ja, die Crackhöhle von meinem Freund Darius. Hi. Er wird mich heute durch das Video begleiten. Und ja, was ihr hier seht, ist einfach sein Zimmer. Mehr oder weniger eine Opiumhöhle, wo die Koksnutten chillen mit ihren Crackpfeifen. Du darfst gut mit sagen. Piepen wir weg. angeblich ist er erst 17, aber ich möchte euch aufmerksam machen hier. Ein klares Indiz, dass er mindestens Mitte 30 ist. Mindestens. Ich habe auch schon Haarausfall und graue Haare. Halt Maul. Nein, du darfst ruhig was sagen. Okay. Und zwar, ich habe Post vom Chinamann bekommen. Wie so oft. Und wir wollen euch heute zeigen, was drin ist. Ich habe es noch nicht aufgemacht, weil es steht was Krasses drauf. Darius? Ist noch frisch. Es ging durch den Zoll. Ich mag es euch gerne zeigen. Es ist verdammt zollamtlich abgefertigt. Hier steht es. Bullen kann uns gar nichts. Ja, das ist Zoll, ja. Zoll. Wir sind so ghetto. Wir sind so krass. Die Bullen können uns gar nichts. Ja, es ging durch den Zoll und ich hab's hier, yo. Okay. Nein, aber ihr seht hier, es kommt von Z-Oll. Und wir machen es jetzt mal zusammen auf, um zu sehen, was für ein krasser, illegaler Scheiß da drin ist. Wahrscheinlich Weed oder so. Hast du eine Schere? Ein Cutter. Ja. Ich ritze mich gerne selbst online. Hoffentlich ist Weed drin. Hoffentlich. Aber ich habe so das Gefühl, dass da irgendwas für mein iPod drin sein wird. Oder für ein iPhone oder so. Okay. Klinge, mit der er sich wahrscheinlich aus seinem Intimbereich rasiert. Unter anderem. Okay. Das ist schwer. Ey, was machst du da für Müll? Ja, für Müll durchschmeißen. Oh, die Klinge wieder schrubbt das jetzt auf. Okay. So. Und ihr seid live dabei, wie der krasse chinesische Scheiß zum Vorschein kommt hier. Live. Und? Was ist es? Oh, gut. Wow. Yo, es ist eine Hülle. Doch, kein Weed, schade. Es ist eine Hülle für den iPod Touch. Die habe ich schon. Nein, ohne Quatsch. Die haben mir was Falsches geschickt. Das ist noch nie vorgekommen. Vogelpfeife ist normalerweise ultra zuverlässig. Aber in meinem nächsten Video, ich habe das schon zu Hause gefilmt gestern Abend, werdet ihr sehen, die habe ich schon. Da gibt es nämlich eine Review dazu. Aber gut. Das haben bestimmt die Schweine beim Zoll ausgetauscht. Da war bestimmt krasser anderer Scheiß drin. Und die haben das ausgetauscht. Ich sag's euch. Hier steht nämlich auch drauf Electronics. Und das hier ist ja nur Plastik. Ja. Ne? Aber wo wir gerade dabei sind bei Zoll und so. Ich zeig euch mal hier die Crackhöhle. Man sieht, ich war auf dem Festival. Oh, hier. Wow. Ein Splash-Poster. Cool. Method Man und so. Das wow. Ist wahnsinnig cool. Das ist wow, und hier. Ein Tour-Poster von dem Orsons-Konzert. Jo, apropos Orsons-Konzert. Darius, gib mir mein iPod. iPod 15, ja. Ich hoffe, wir entertainen euch wenigstens ein bisschen. Seht her und staunet. Da, mein Skin kennt ihr ja aus den Videos. Da steht für Dominik, beziehungsweise vor Dominik, von Meckes. Jo, von Meckes. Mit Herz. Googelt ihn. Googelt Meckes. M-A-E-C-K-E-S. Nein, E-S. Okay. Okay, wir touren mal ein bisschen weiter durch die Crackhöhle. Alles klar. Bis hier. Was macht die Matratze mit den Flecken hier? Ich möchte das zeigen. Gäste, ernsthaft? Wie dich für Gäste? Ja, da mache ich einen Bezug drauf und dann. Ja, für Gäste, ist klar. Ist klar. Die ist für, Darius ist Zuhälter. Ich möchte euch sagen, er trinkt Mountain Dew. War das meine Flasche? Ja. Du bist ein Ich hab's gekauft. Ja und? Egal. Okay, hier geht's weiter. Oh! Die Gaming Corner. Die Gaming Corner, genau. Erklär uns ein bisschen was zu deiner Gaming Corner. Alles klar, also wir sehen hier diverse Systeme. Hast du einen neuen Flachbildschirm? Ja. 24 Zoll. 24er Röhre. Ja. Man sieht, ich habe einen SNES, einen N64 und einen Gamecube habe ich auch noch rumstehen. Du bist ein Nerd. Nee, ich finde das cool. Ey, ich will das. Das hatte ich früher auch. Ja, aber. Krass. Super Mario World. Ich gebe dir nichts. Da steht drauf AK, warte mal.
Nein, das war mit Aaron. Ich hab das im Comicladen. Okay. Dann hat Aaron das wohl mal im Comicladen verkauft. Wahrscheinlich. Ihr werdet Aaron bestimmt noch kennenlernen. Ich möchte euch noch aufmerksam machen auf einen neuen Channel von mir. So, erzähl uns davon. Dieser Channel wird heißen Geheimer Channel? Nein. Super. Es ist der super geheime Channel. Er hat recht. Und ihr könnt euch das ansehen. Es ist ein Channel, auf dem wir einfach ein bisschen Müll reden. Ey, du hast eine Message bei ICQ. Von Little Miss Buch? Ja, beantworte die auch jetzt nicht. Yeah. Und apropos, ne? Also nochmal weiter zum Channel. Ja, ist toll. Wir werden einfach ein bisschen Müll reden auf dem Channel. Ja. Nee, was heißt Müll reden? Schaut, ich verlinke ihn euch und ihr schaut euch mal. Ich habe aus Versehen die Kamera ausgemacht im Eifer des Gefechts. ja, ich weiß nicht, ob man mich so sehen kann. Wo waren wir stehen geblieben? Beim supergeheimen Channel. Also beim supergeheimen Channel. Erklär. Also, das ist ein supergeheimer Channel. Ihr werdet ihn euch ansehen müssen. Wir verlinken ihn hier. Und naja, ihr werdet es sehen. Es wird amüsant, vielleicht auch ein wenig melancholisch oder depressiv, aber hauptsächlich amüsant. Ich habe ihm gerade nicht zugehört, ich war mit Tanzen beschäftigt, aber im Großen und Ganzen kann man, glaube ich, sagen, ich fasse mal zusammen, was er gesagt hat, ich habe es ja nicht gehört, aber ich fasse es trotzdem zusammen. Geht auf den Channel, wir verlinken ihn euch wo verlinken wir ihn? Hier! Und findet raus, warum er so geheim ist.